Freunde und herzlich willkommen zurück zu meinen Faction 2 und wir haben heute Montag, glaube ich. Ja, ich nehme es ja auch jetzt erst auf, deswegen kommt diese Folge heute mal wieder etwas später. Ihr kennt das von mir. Huch, ich muss ein bisschen darüber rutschen. So. Oh, hallo, jetzt bin ich schon wieder in der Mitte. So, und heute, ich habe mir hier so ein bisschen was rausgesucht. Ich kann euch das mal kurz zeigen hier. Auf dem Tablet habe ich die ganze Liste von den Aspekten für Thaumcraft. So, erstmal, achso, ihr seht vielleicht, dass ich, da unten der Hammer spoilert etwas, deswegen packe ich den mal weg, denn das seht ihr erst an Weihnachten. Wir haben gestern eine kleine Weihnachtsfolge aufgenommen. So, ich brauche eigentlich gar nicht so viel, das brauche ich, die Shards nehme ich auch mal mit hier so. Okay, dann hatten wir das letzte Mal ja das Problem, oder ich hatte das Problem, dass ich mit dem Worktable nicht so richtig hinkam. Also erstmal haben wir sowieso keinen Platz hier für irgendwas. Da müssen wir uns erstmal wieder was Neues schaffen hier. Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen... Oh Gott, hier ist Nacht. Wir nehmen uns also dieses ganze Arkane-Teil, packe ich oben bei mir ins Baumhaus. Heute Abend gibt es dann auch noch einen Livestream. Deswegen werde ich jetzt gar nicht so viel hier rumbauen, sondern ich werde erstmal nur ein bisschen Holz mir besorgen, dass ich da oben etwas anbauen kann. Den Rest machen wir dann einfach heute Abend im Livestream. Ich muss mal gucken, wann ich es dann schaffe, den Livestream zu machen. Irgendwann wahrscheinlich wieder. Wie spät haben wir es denn jetzt? Ich denke, es wird auf 20 Uhr hinauslaufen. Mal gucken. So, wir brauchen erstmal kurz ein bisschen Holz. Da ist gerade ein Zombie gestorben. Okay, und zwar nehmen wir uns dann mal hier hinten irgendwo einen von den großen Bäumchen. Ah, der ist so schön gewachsen. Ich gehe noch ein Stückchen. Oh, hier ist ein Meteorit anscheinend mal eingeschlagen. Okay. Fallen Meteor. Na gut. Nimm uns den mal hier. Zack. So. Die sind auch schön. Ich suche eher nicht so schöne Bäume. Nehmen wir uns den mal hier. Oh, nice. Ach komm, du musst jetzt mal dran glauben. Zack und weg mit dir. Oh, das gibt eine Menge. So, den brauchen wir nicht. Zack. So. Oh, da hagelt das Holz. Den nehmen wir nochmal mit, weil da oben halt noch was... Geil, wenn man die Leaves weghaut, geht das Holz auch weg. So, ich würde sagen, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal genug Holz. Oh, guck mal, eine Kuh. Du bist aber zu weit weg. Dich töten wir einfach mal so. Gut, was haben wir hier? Ein Pilz brauchen wir auch nicht. Dieses Güsal-Dings. Irgendjemand, wer war denn das? Justin wollte sich doch, hier Ripshot, wollte sich doch noch so ein Schokobrot zähmen. Damit kann er auch langsam mal anfangen. Ah. So, dann haben wir jetzt Holz, dann gehe ich jetzt auf mein Bäumchen. Ach, das ist auch schön, der Baum gewesen. Tick, 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 wieso ruckelt denn das eigentlich wieder so hier? Finde ich, oh Gott, ich war falscher Baum. Hier muss ich hoch. Also das sieht ja auch irgendwie kacke aus. Das fixen wir erstmal. Jungle Wood. Zack, zack. Und hier auch noch einer hin. Da. So, perfekt. Wieso ist da Blut? War ich das? Wahrscheinlich. So, dann müssen wir mal gucken hier. So, okay, haben wir das auch. Dann mache ich mal einen Teil von dem Holz einfach weg. Beziehungsweise, das sind Slabs, ne? Okay, dann müssen wir kurz nochmal ein paar Slabs draus machen. Wie gesagt, ich will jetzt gar nicht großartig hier an dem Haus weiterbauen. Ich möchte jetzt eigentlich nur, dass ich quasi so einen Grundriss hier anfertige. Wie ich mir das Haus so vorstelle. Damit ich dann später im Livestream zum Beispiel festlegen kann. Oder dann, also mache ich einfach im Livestream heute das Baumhaus so ein bisschen fertig. So. Ihr könnt mir dann ja auch im Livestream nachher noch ein paar Tipps geben, wie ich vielleicht den Baum ein bisschen besser, oder das ganze Baumhaus ein bisschen besser gestalten kann. So, das möchte ich jetzt erstmal weghaben hier. Zack. 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 So, und ich würde sagen, ich mache noch eine Reihe hier. So, ich muss mir dann mal überlegen, ob ich dann vielleicht irgendwie noch verschiedene Wege hier hochbaue. Oh ne, das wäre jetzt dumm, wenn ich das machen würde.
Okay, müssen wir mit der Hand machen. Weg damit. Wenn ich jetzt die Axt nehme, dann holze ich mir hier nämlich das komplette Haus ab. Das wäre dann ja auch nicht so geil, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Hier würdest du natürlich wieder feiern, weil ich dann wieder übelst auf die Fresse fliegen würde. Ach, scheiße, ist egal. Bleibt so. Oh. Ne? So. Okay. Machen wir ein bisschen größer. So, ich würde sagen, jetzt kann man hier auf jeden Fall mitarbeiten. Ich mache nochmal kurz die Außenwände. Ja, wie viele Blöcke sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fuck. Das ist eine gerade Zahl. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Scheiße, ist das denn das hier die Mitte? Ah, fuck, ey. Okay, ich probier's mal so. Ah, okay, gut, nur ein bisschen. Okay, passt. Ach, scheiße. Oh Mann, jetzt sind schon 6 Minuten rum und ich habe immer noch nichts geschafft. So. Das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Damit kann man leben. Okay, dann möchte ich aber gerne noch ein bisschen... Ach, ist egal, scheiß drauf. So, wir fangen jetzt erstmal an, hier oben unsere Dinger zu bauen. Also, ich brauche jetzt noch, weil ich es einmal verkackt habe, 2 von diesen Tischen. So. Die stellt man nämlich tatsächlich einfach nur nebeneinander. Machen wir das mal einfach hier so. Dann war es das nämlich schon. So, die eine Workbench können wir wegpacken. Und hier muss nämlich jetzt ein Scribing-Tool rein. Ein Scribing-Tool, dafür benötigen wir Sachen, die wir sehr wahrscheinlich schon haben. Wobei ich bei den Federn... Doch, Federn müssten wir auch mal irgendwo eingesammelt haben. Da ist eine Feder. Da ist ein Ink... Puh, Zack. Und da ist ein Buch und ich glaube, das war doch einfach nur Buch, Inksack und Dings, oder? Nee, da haben wir Book of Quill. Warte, wir müssen... Jetzt muss ich mal gucken. Scribing Tool. Scribing... Ups. Scribing Tool. Aha. Da, Scribing Tools. Inksack. Ach, eine Glasflasche. Okay, warte, Glasflaschen haben wir da. Dann machen wir das. Ein bisschen Tinte und eine Feder. So, da haben wir ein Scribing-Tool. Dann brauchen wir auch noch ganz viel Papier. Aber Papier, weiß ich, hatten wir mittlerweile viel. Also, sonst kann ich auch mal einfach hier kurz ein bisschen ernten gehen. Ist ja jetzt auch nicht so das Problem hier. Zack, so. Oh. Ja, es war lange nicht mehr geladen, der Chunk, deswegen sind die Papierdinger gar nicht gewachsen. Aber das wird es ja auch noch alles kommen hier. So, unsere Stadt sieht halt einfach immer noch aus wie bei Hempels unserem Sofa so in etwa. Also total chaotisch, einfach keine Ordnung. Ah, da müssen wir echt mal ein bisschen zusehen. Ich muss mal schauen, ob ich mir Justin nachher mal schnapp heute Abend im, also Dripshot heute Abend im Livestream. Und ob wir dann vielleicht ein bisschen... zusammen Dinge tun. Okay, so. Okay, und jetzt fangen wir an, ein paar von den Sachen zu kombinieren. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier Feuer und diesen Blitz kombiniert, was ist das? Perditio, dann kriegen wir zum Beispiel Gelum. Das kombinieren wir jetzt so ein bisschen durch. Da haben wir zum Beispiel auch nochmal, haben wir zum Beispiel jetzt auch nochmal das und das. Ach nee, die beiden wollen doch schon wieder Stress. Ich sehe schon kommen. Ich sehe es schon wieder kommen. Dass die... Hi. Oh Gott, habe ich hier oben einen Bogen oder so? Die beiden wollen doch schon wieder ein paar aufs Maul. Wir kommen dich holen, ja. Bin nicht da. Ich weiß halt nicht, wo die gerade stehen und wie lange die brauchen, bis sie hier sind. Wir haben uns natürlich auch direkt die Stadt hier am Dings gebaut. Bin eh gleich durch.
Na gut, okay. Dann stellen wir uns mal ein bisschen anders hin. Damit wir das noch so im Blick haben. Weiter geht es dann mit... Die Dings haben wir jetzt. Dann machen wir... Er und... Das ist das Ordo, genau. Jetzt können wir eigentlich, glaube ich, schon wieder... Nee. Okay, da muss ich auch noch ein bisschen Sachen studieren. Ich kann tatsächlich wirklich noch nicht viel wieder weiter weitermachen. Ja, wobei, die werden wahrscheinlich sneakend reinkommen, oder? Ich glaube nicht, dass sie mich holen werden. Und wenn ja, dann ist das halt Pech. Warte, ich packe da nochmal meine Axt weg. Die brauche ich ja für den Kampf nicht. Das Schwert, ja, das kann man mal so nehmen. Thaumonomikon und den Zauberstab packe ich auch mal weg. Und den Hammer natürlich, den brauche ich jetzt hier oben auch nicht. Obsidian. Na, lieber mal alles ein bisschen sichern, wa? Jetzt geht hier auch noch ein Gewitter los, Alter. Ich glaube, es hackt. Muss ich mir mal kurz ein Dach hier bauen. So. Okay, dann gehen wir weiter mit... Jetzt sind Rigos und Taco auch noch da. Okay, wo waren wir? Permuzio brauchen wir. Dafür brauchen wir Ordo und Blitzdings. Dann Feuer und Ordo. Air und Wasser. Air und Wasser, habe ich gesagt. So. Er und Perditio. Dann Venenum. Oder Venenum. Die beiden. Muss ich einfach mal wieder umgucken. Schlafen. Wo sind die? Nicht, dass die sich schon wieder hierher geschlichen haben. Die Penner. Ich bin so ein bisschen nervös. Habe ich Fackeln? Ja, ich habe Fackeln. Nur, dass hier nichts spawnt, so. Bin so ein bisschen angespannt. Ich weiß nicht. Die schreiben nicht. Es kann auch sein, dass die jetzt irgendwie gerade untereinander kämpfen. Ich bin mir nicht sicher. Hallo? Jemand da? Schlafen? Okay, dann nicht. So, dann forschen wir mal weiter. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Ah, eine Minute haben wir noch. Ich will wenigstens einmal kurz die Grunddinger haben. Dann haben wir zum Beispiel Wasser und Terra. Und dann haben wir jetzt ein bisschen Leben. So, jetzt haben wir zum Beispiel... Ah, nee, da geht's noch weiter. Und zwar mit Ordo und Terra. Genau, dann haben wir jetzt quasi die Tier-1-Teile freigeschaltet. Die Tier-1-Teile freigestellt. Jetzt geht es natürlich weiter, wenn man jetzt hier zum Beispiel das und das macht, dann kriegt man Bestia. Sollte man kriegen, genau, da habe ich Bestia gekriegt. Oder mit dem und dem, dann kriegt man das. Ich würde aber sagen, das mache ich jetzt gar nicht weiter hier. Ich habe jetzt schon mal alle Sachen, um die Basisteile wahrscheinlich zu erforschen, oder? Ja. Genau, also so die Basisdinger kann ich jetzt tatsächlich schon betrachten. Hier Vines habe ich schon, was haben wir hier noch so? Jungle Wood, Jungle Leaves noch nicht. Na? Müsste ich auch können, genau, den Dirt hatte ich schon.
Also jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal so weit, dass ich hier die meisten Sachen scannen könnte. Zack, so. Da haben wir noch was. Hier unten sind überall Zombies. Die Zombies kann man auch scannen. Ich weiß noch nicht, ob ich die jetzt schon... Habe ich jetzt schon genug gestudied? Nee, habe ich noch nicht. Okay, die kann ich noch nicht studieren. Dann machen wir sie erstmal kalt. So, jetzt kommen ja natürlich immer mehr Zombies. Grasblock. Ein Farn. Was haben wir hier denn noch? Eine B-Box, die geht auch schon. Dann nehmen wir auch noch mal kurz mit. Eine Kuh. Was haben wir hier noch? Cobblestone haben wir schon. Wasser. Na, Wasser. Oh. Weg. Okay. Dann einen Zaun haben wir noch. Kann ich Bedrock schon? Oh ja, genau. Dafür gibt es nämlich immer richtig... Oh, habt ihr das gesehen? Dafür gibt es nämlich immer richtig viele Sachen. Das können wir nochmal im Ofen machen. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall davon abbringen, jetzt hier alles zu scannen in meinem Wahn. Weil das kann echt so süchtig machen. So, oh, noch das eine bitte scannen. Lass mich nochmal das eine scannen. Nur noch das eine. Jungle Wood Planks zum Beispiel. Eine Wooden Door. Kann ich noch nicht. Ich muss Tools studien. Marlowe, Berry, Bush. Die bringen alle hier nur ein bisschen von dem einfachen Zeug. Barley Seeds. Fans habe ich schon. Dirt. Zack. Dann haben wir noch ein paar Karotten. Ne, Kartoffeln sind das. Kann ich noch nicht. Die Kuh haben wir schon. So, und so macht man das jetzt halt einfach weiter. Und so kann man dann halt seine Sachen sammeln. Die man zum Beispiel... Na, Wasserartischocke. Ah, okay, kann ich nicht. So sammelt man dann jetzt halt so seine Sachen, die man dann später verbrät, um Sachen zu erforschen einfach. Stone, ach so, habe ich alles schon. Hier habe ich auch schon alles. Wir gehen nochmal wieder zurück. Seeds. Entity Send Name, was ist denn das? Zack, so. Genau, und so macht man das jetzt einfach hier die ganze Zeit so. Huch. Gut, wir müssen jetzt aufhören. Ich habe schon wieder überzogen. So, Freunde, heute Abend Livestream. Wir machen dann noch ein bisschen weiter mit dem Zeug. Dann lohnt sich das Vorproduzieren jetzt auch eigentlich gar nicht, glaube ich. Dann produziere ich vor, sobald wir den Livestream rum haben, in der Hoffnung, dass wir dann ein bisschen produktiv waren im Livestream. Ich werde mein Haus ein bisschen bauen, dafür brauche ich eure Hilfe, weil ihr seid ja bestimmt alle so ganz coole Baumhausbauer. Ich habe nämlich noch kein Baumhaus gebaut in Minecraft. Dann müssen wir ein bisschen weiter Sachen researchen. Da gibt es noch eine schöne Liste hier, die ich vorhab. Und wir können im Nether vielleicht ein bisschen schauen, ob wir da uns irgendwie ein bisschen weiter fortbewegen können. Das werdet ihr dann alles morgen in der Update-Folge sehen. Also wer heute Abend nicht beim Livestream dabei sein kann, morgen gibt es natürlich, beziehungsweise heute Abend nach dem Livestream, schneide ich ja immer schon den Livestream so zurecht, dass er direkt auf YouTube kommt. Und morgen, hoffentlich 12 Uhr, dann endlich mal wieder, gibt es dann eine Update-Folge und dann geht's weiter mit Vorproduzieren über die ganzen Weihnachtstage. Ja. Und dann hoffe ich, dass wir uns heute Abend alle zahlenmäßig? Wie heißt denn das? Zahlreich, genau, dass wir uns alle zahlreich im Stream wiedersehen. Ich verabschiede mich erstmal von euch. Bis heute Abend. Macht's gut, meine Freunde. Haut rein. Bis dann. Tschüss.